sind die geblieben? Ah, da. 47 Stück. Wir komplett durch brauchen wir nicht. Aber so bis hierhin wäre schon mal ganz schick. Der Abtransport hier. Hier staut sich das nirgends, oder? Nein, ich sehe nirgendwo gestautes Erz in den Replikatoren selber. Aber hey, was soll's, wir haben hier Ressourcen. Bau einfach mal ein paar mehr davon, ist okay. Das heißt, jetzt kommt auf jeden Fall Erz auch ganz hier hinten an und die sind alle durch am Arbeiten. Schön, schön. Staut sich das hier irgendwo drin? Nein, auch nicht. Okay. Dann go, go, go nach Norden, bevor es gleich wieder dunkel wird. Und ich es nicht bekommen. Also zum einen, um schon mal ganz kurz die Kisten leer zu machen, auch wenn noch nicht sehr viel drin sein wird. Und zum anderen, um halt dieses türkise Ding da... Oh, es ist schon Nacht. Die Lampen sind super. Gib mir das da alles. Kann ich nicht noch eine Alienlampe hier irgendwo hinsetzen? Wir haben keine. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Gib mir das und das. Haben wir davon jetzt? Oh, sehr schön. Ganz viele Charge Chunks. Daraus können wir grünes Pulver machen und daraus machen wir blaues Pulver. Dann haben wir lila Pulver für noch mehr Türme. Rutilit haben wir auch 360 inzwischen. Das heißt, wir könnten auch schon einiges an Titan herstellen. Bauxit 700. Was ganz, ganz, ganz viele Roboter bedeutet. Ich sollte übrigens auch was bauen, während ich unterwegs bin. Da. Oh, Dima. So, jetzt aber da oben das türkise Ding. Ich hoffe, es wird bald hell. Wobei, ich werde recht schnell sehen, dass da einfach nur Erz ist. Dann ist gut. Ja, das da. Zink. Ist einfach nur Zinkerz. Okay, probieren wir unser Glück. So, das sind noch kleine. Ja, dann beißt mal auf den freien Teil und das ist lalala. Oh, will ja doch langsam liegen. Ja, jetzt kommen auch die großen raus. Geht's immer? Okay, ich hätte dabei bleiben sollen, dass ich mir die kleinen auf mir habe. Lauf. Da sind meine Kapseln, da sind meine Kapseln. Genau, was ich sagen wollte. Man kann das ausnutzen, wenn nur die Kleinen da sind, indem man einfach dann nur die Kleinen da lässt. So wie ich es am Anfang gemacht habe. Das heißt, die Kleinen beißen ein, die Kleinen machen fast keinen Schaden, man tötet einfach die Spawner. Obwohl die Basis eigentlich schon in der Lage ist, die größeren weiter rauszuschicken. Die schickt sie aber erst raus, wenn die Kleinen gestorben sind. Das ist noch so eine Spielmechanik, die sollte noch irgendwie umgeändert werden. Dass, wenn eine Basis quasi schon weiter ist als die umliegenden Viecher, die früher gespawnt wurden, dass die Viecher dann entweder in die Basis reingehen und stärker rauskommen oder dass sie irgendwie auch mutieren und größer werden. Um halt diesen Exploit, den ich da fast gerade begangen habe, auszumerzen. So, Logistikplatz und fertig. Das ist schön. Ich hätte gerne... Alienpflanzen? Nicht ernsthaft. Wir können Bäume anbauen, die Alien-Artefakte geben? Das ist kein bisschen überpowered, oder? Also ich glaube, lila Tränke später herzustellen ist einfacher als blaue Tränke, wenn das so weitergeht. Nein, das hätte ich gerne erstmal nicht, weil blaue Tränke und so. Also viele blaue Tränke. Steam Engines brauche ich nicht. Smart Long Inserter, das klingt doch gut. Go. Ja, weg mit dir. Und ab nach Hause. Ja. Den einen Spawner hätte ich töten können. Habe ich aber nicht, das regeneriert, das ist auch okay. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Schaden, wenn wir die Big Bite angehen wollen. Weil das klappt sonst so Single nicht. Das heißt, ich müsste die blaue Trankproduktion extrem verstärken. Um denn die Forschung weiterzutreiben von dem Lasergewehr. Alternativ könnte ich auch einfach ein anderes Lasergewehr forschen. Es gab ja noch ein zweites. Oder allgemein andere Waffen. Aber
da wir es nicht mal schaffen, hier alle Kisten mit Tränken zu füllen, lasse ich das, glaube ich, lieber erstmal. Ja, grüne Tränke sehen nicht so gut aus. Haben wir euch schon automatisiert? Ja, haben wir. Da unten. Seid doch angeschlossen. Was fehlt wieder irgendwas, hm? Fließbänder fehlen. Weil, kein Stein. Hier. Bitte eine blaue Kiste damit. Das ist alles kein Stein. Ah, das ist Stein. Gut. Rote Tränke laufen jetzt auch wieder. Und zwar laufen sie zu einem Fließband, das keiner benötigt wird. Ja, das sollten wir auch umbauen. Diese Lavalampe hier können wir ja auch oben mit vereinheitlichen. Das macht das Ganze doch ein wenig besser. Oh, und ich kann jetzt ja mit den Buchens arbeiten. Gib mir mal hier und da und überhaupt. Was? Nein. Das da. Das bitte abreißen. Und das und das. Und die alten Poles. Und das da. Und überhaupt. So. Schön. Habe ich noch welche von den Replikatoren? Ja. Setz die auch mal alle, damit wir hier das schon mal in der Form fertig haben für später. Das war ja auch eigentlich der Plan gewesen vor ein paar Folgen. Deswegen wollte ich ja 5 Stück bauen lassen, weil dann einer sich doch bestimmt verdoppelt. Hat er irgendwie nicht. So. Ja, nächste Frage. Weiterhin Eisen so fokussieren oder haben wir langsam Mangel an Kupfer? Wir haben 19.000 Eisen, 12.000 Kupfer. Ja, machen wir vielleicht 1 oder 2. Also erstmal machen wir ein paar von euch mit halben Ärmchen. So. Machen wir mal. Ja. Ich mache Shift-Rechtsklick auf das Kupferding und es kommt trotzdem Eisen rein. Ich glaube, das Spiel will mir was sagen. Also. Gut, was noch? Ach, die ganzen Erze abliefern. Wir sollten. Ihr kommt klar, richtig? Ja, es wird nur ein Turm beschädigt, kein Drill. Wir sollten die. Für Rutschelied haben wir noch gar keine Anlage, ne? Ne, jetzt müssen wir noch bauen. Aber das Ding hier, das sollten wir automatisieren mit einer blauen Kiste. Bauen blaue Kisten, verdammt mal. So. Also blaue Kiste hin, die dann immer. So, das machst du schon, richtig? Richtig, du forderst Bauxit an. Hier hast du Bauxit. Du hast kein Carbon. Okay, dann brauchst du eine blaue Kiste, die Carbon anfordert. Wobei wir Carbon, glaube ich, auch noch nicht im System drin haben. Du hättest gerne Bobzeug. Carbon. Da ist unsere Chemical Furnace. Die übrigens mit Briketts läuft, was halt ein bisschen altbacken ist. Wir bräuchten noch einen elektronischen Chemical Furnace. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Du brauchst Kohle, das heißt, du kriegst jetzt hier so eine. Ja, ist immer noch nicht. Roboport! Bau Roboport. Den müssen wir irgendwo hier hinklatschen. Also, wir brauchen eine Chemical Furnace, damit wir die Carbon-Dinger durchgehend herstellen können. Ohne dass wir darauf achten müssen, ob hier Treibstoff drin ist oder nicht. Und das Ganze sollte dann auch irgendwo da oben mit hin. Stimmt eigentlich, wir könnten hier oben eine Reihe Fabrikanlagen machen, die dann auch hier mit runter wandert. Also da lang, da runter, bis dahin, wo Platz ist. Und hier, unter den Forschungsanlagen, machen wir auch so eine Art Fabrikanlage, aber die macht dann halt diese Sondersachen, wie zum Beispiel die Ferryflüssigkeit oder das Carbon-Gedöns. Und zwar ist es eine Sonderangelegenheit, weil das halt Rohren dazwischen sind und so weiter. Dass die so auch einigermaßen zusammenhocken. Das wäre schon irgendwie ganz schick. Resin. So. Das ist mal eine rote Kiste. Ah, sehr schön. Viel Alu. Brauche ich noch irgendwas? Flying Robot Frames sollte ich mal wieder abholen. Mwahaha. Beschränkung. Also nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass wir jetzt stackweise Robo-Frames bald haben.
Aber, ne? Trotzdem vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. So, 45 Engine Units. Die brauchte ich für... Compression Chest? Was ist das denn? Stores a virtually unlimited number of one item type. Also braucht grüne Chips. Das gucke ich mir später an. Wie viele Construction Bots habe ich? Ich glaube, ich hatte 5 oder so noch dazu gebaut. Also haben wir jetzt 8. Da ist einer. Es scheint genug zu sein für Report. Nee, scheint's nicht. 7 Objects missing. Oh, treibt ihr euch rum? 2. Ich sehe nur 2 Construction Bots rumfliegen. Ja gut, so oder so sind es zu wenig. Bauen nochmal 5 davon. In der Hoffnung, dass sich irgendwas kopiert. Dann setzt die tollen neuen Poles, die wir nicht haben. Damit wir das hier abreißen können. Ja, das schaut gut aus. Grüne Tränke kommen wieder. Ja, allerdings nur 5 von 200 und 15 von 200. Oh, definitiv viel mehr Fabriken. Stimmt, das wollt ihr auch noch machen. Oh, ich wollte so viel machen. Hier, Automatisierung weiter betreiben. Mach mal dich. Dahin, dich, dahin, dich, dahin, dich, dahin. Alles schön gelb machen. Heißt aber, dass ich noch mehr gelbe Fabriken brauche. Ja, mach. Stahl. Stahl hole ich mir gleich ab. Wobei, ich kann es ja einfach anfordern. Zack, ich hätte gerne immer 200 Stahl. Ich hätte gerne immer... 200 davon. Ich hätte gerne immer 200 davon. Ich hätte gerne... immer diese Engines. Nee. Immer Batterien, 200 Stück. Und Aluplatten, würde ich sagen. So, das sollte fürs Erste erstmal reichen. Danke, dass ihr es aus der Kiste neben mir direkt zu mir gebracht habt, Roboter. Das ist echt nett von euch. So, Freiheit für die Roboter. Britzel, 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 Britzel. Alles gut. Bau die da. Für noch mehr Capacitor. Und wie schaut es jetzt hier aus? Also... ganz kleines bisschen mehr brauchen wir bei den Replikatoren noch. Damit auch der Ofen hier durchgehend ausgelastet ist. Ist okay. Roboter allgemein. Wie stark seid ihr ausgelastet? 70 haben nichts zu tun. Das ist sehr gut. Das heißt, sobald wir jetzt genug Fabriken gleich haben, weil ich das Stahl habe. Sobald wir genug Fabriken haben und genug Kisten, kann ich mit der Automatisierung weitermachen. Und ich... kann, glaube ich, auch schon an, das ein bisschen besser zu sortieren. Das wird oft angegriffen da oben. Aber Gott sei Dank gehen die Beißer immer nur auf die Türme und nicht auf den Drill selber. Das wäre viel wichtiger. Apropos Drill, ich sollte das Zeug unten abliefern. Oh, das hier schaut gut aus. Jap, 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 jap. Auch wenn ich jetzt nichts hier drin mehr sehen kann. Also es scheint zu funktionieren. Wir haben anscheinend jetzt Holz über. Richtig, sehe ich Holz im System? 38 Stück. Okay, nicht die Welt. Aber solange es positiv ist, ist gut. So, du gibst mir bitte da. Du. Haben wir einen Ruheport eigentlich gebaut? Ja, haben wir. Bau noch einen Ruheport bitte. Dann setze ich einen hier unten auch hin. Da. Einfach so, flupp. Damit wir hier auch Abdeckung haben. Du, da, du, so. Und den zweiten, den ich jetzt gerade baue, den tue ich dann da in die Ecke, damit wir da auch Abdeckung haben. Dann soll das langsam hinhauen. So, du hättest gerne immer das Charge Chunk Zeug. Ich bin mir nicht ganz sicher, unter was das fällt. Da, Charge Chunk. Und du hättest gerne immer das blaue Zeug. Unicomp.
Da. So, sehr gut. Wobei du hier nicht verbunden bist, richtig? Richtig. Das ist gut. Wir sollten dich dann aber hier in eine Kiste tun. Damit das so passt. Und dann tun wir das da raus und tun das da rein. Und ich mache das Ganze jetzt so ein bisschen verzwirbelt, damit wir halt auch immer blaues und grünes Pulver haben, um lila Pulver herzustellen. Wenn ich alles jetzt zu blauen Knödeln machen würde, dann hätten wir halt kein blaues Pulver, um lila Pulver herzustellen.